Und weiter geht es mit einer knusprigen Folge Meteor Maker. Wir werden heute wieder Community Basen testen. Ich war hier gerade schon kurz drin. Ja, ist ja gut. Wir hauen das hier erstmal wieder rein. Zwei Stück, dann geht es wieder eine Stufe höher. Ich schaue mal ganz kurz. Zeige euch einmal kurz, was hier. Ups. Zeige mal ein bisschen Bonus. Was hier so passiert ist. Also hier sieht es mittlerweile so aus: 35 Überfallversuche, 83 getötet. Killfall in S 2,4. Ist ganz okay. Obwohl, das glaube ich bis jetzt meine beste. Ne? Hier ist zum Beispiel fast gar nichts passiert. 4 Überfallversuche, getötete Raider 18, 4,5. Hier gehen nicht so viele rein. Wahrscheinlich, weil das Ganze brutal ist. Ne? Vielleicht soll ich das irgendwie ein bisschen runterstufen. Könnt ihr mal schreiben, was ihr sagt, was ihr davon haltet. Und dann einmal hier. Würde ich sagen, sammeln wir den ganzen Kram ein, schalten die aktiv und danach gehen wir in die erste Community Base. Wir haben auf jeden Fall ein paar Dinge heute vor, Leute. Mir wurde auch mal in den Kommentaren geschrieben, ob ich vielleicht mal meine Basen selber teste. Das kann ich auch machen, aber machen wir vielleicht nicht jetzt. Wahrscheinlich so als Beweis, ob ich das schaffen würde. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss die Dinge aber gar nicht einsammeln, oder? Ich glaube, wenn ich jetzt einmal rausgehe, dann sammelt das von automatisch ein, oder? Aber ich würde gerne mal wissen, wo die so gestorben sind, vielleicht. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns über die Bildschirme an. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Ich werde hier einmal zack, zurücksetzen und aktivieren. Ich meine, wir sammeln das dann auch automatisch auf. Müsste ja jetzt gleich angezeigt werden. Ja, wie gesagt, ich werde das wahrscheinlich dann in der nächsten Folge machen. Dann teste ich mal meine Basen, wenn das gerne gesehen wird. Aber ich weiß ja, wo die ganzen Fallen und so eigentlich sind. Also. Eigentlich sollte ich das ohne Probleme schaffen. Und so heftig sind meine Basen auch nicht. Ja, wir sammeln das anscheinend automatisch. So. Dann aktivieren wir die beiden auch noch. Das sollte, glaube ich, reichen vom Material. Und dann testen wir die erste Base. Das ist, glaube ich, von ETTE. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Keine Ahnung. Ihr werdet es schon gleich sehen. Aber erstmal hier. Zack, zurücksetzen. Und aktivieren. Damit wir wenigstens unsere Level in der Zeit dann aufsteigen und so, ne? Aber die Prestige, die muss ich auf jeden Fall auch mal jetzt bald höher bekommen. Vielleicht sollte ich mir mal diesen Prestige Boost holen, oder was meint ihr? Wo war der denn nochmal? Ist der hier? Nee. Nee, auch nicht dann. Hier war das, ne? 5% mehr, ja, machen wir hier. Davon haben wir eh mehr als genug. Das sollten wir eigentlich immer aktiv halten. Das machen wir doch einmal. Ich glaube, wir haben nicht genug für die nächste. Ich glaube, da haben wir leider nicht genug. Da müssen wir es erstmal so laufen lassen. So, da testen wir jetzt die erste Base. Also Spielername. Wie gesagt, ihr könnt hier auch die ganzen Basen testen, die ich immer teste. Könnt ihr euch ja immer selber einmal anschauen. Einmal Concentration. So, das sollte der Spielername sein. Ja, perfekt. Drei Stück sind da. Okay, also alles noch brutal. Alles klar, ich weiß nicht, welches ich testen soll. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal oben an. Vielleicht machen wir auch alle. Je nachdem, wenn die zu krass sind, ne? Dann geht es natürlich nicht. Dann nehme ich die anderen vielleicht in die anderen Folgen rein. Aber wir schauen einfach mal, Leute. Wir schauen einfach mal, was uns so erwartet. Und wenn ich mal euch vergessen haben sollte, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich muss mir das irgendwie besser aufschreiben. Weil das ist gerade so ein bisschen durcheinander bei mir. Aber soweit habe ich, glaube ich, immer alle mitgenommen. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Aber bitte keine Killboxen, Leute. Keine Killboxen. Ich hoffe, das wird auch keine sein. Da oben ist schon der erste Kollege. Aha. Okay. Alles klar. Ist das hier so ein Holo? Nee. Jetzt hätte ich gedacht, das ist ein Holo-Würfel. Ups, keine Munition. Oh, 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 Flammenwerfer. Boah. Knappe Geschichte, Leute. Knappe Kiste. Aber soweit, so gut.
Alles klar. Ist schon mal keine Killbox, das ist schon mal sehr großzügig von dir. Ach, verdammt. Oh nein, boah. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das war knapp. Okay. Oh nein. Nicht gut. Weg mit dir. Ganz schnell weg mit dir. Aber so weit, so gut. Das war knapp. Also wenn das nicht knapp war. So kleine Killräume sind auf jeden Fall okay. So, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen. Auf den Rückweg, ne? Hier ist 100 pro für den Rückweg eine Falle. Aha. Geht's hier auch noch irgendwo rein? Nee, ne? Alles klar. Ich habe irgendwie Angst weiterzugehen. Aber gerade läuft's irgendwie zu gut. Ist doch irgendwie. Hier ist nichts im Gang? Nee. Ich höre auf jeden Fall. Ah, warte mal, guck mal, wir können hier durchgucken. Können wir auch hier durchschießen? Nee. Auch komisch, dass wir durchgucken können, ne? Ist auf jeden Fall ein größerer Raum. Ich weiß nicht, ob ich hier einen Spawner bauen soll. Ich glaube, ich hau mir den lieber mal hier hin. Haben wir zwar nichts für den Rückweg, aber. Oh. Miese Nummer. Echt miese Nummer. Warte mal, der ist bestimmt hier, ne? Ja. Alles klar, das ist schon mal sehr ehrenhaft von dir. Sehr ehrenhaft. Jetzt müssen wir irgendwie aufpassen. Ich weiß nicht, wie der Raum hier aussieht. So nicht, mein Freund. Na super. Ja, klar, was ist das für ein Raum, Leute? Hat jetzt hier doch so einen Killraum gemacht? Da müssen wir halt. Ja, der hat mich einfach aus der Luft rausgesnackt, Leute. Das ist nicht gut. Ich habe hier gar keine Übersicht. Nein. Ja, super. Der Raum ist definitiv zu groß. Ich werde es nochmal versuchen. Wie soll man da durchkommen? Erklärt mir mal, wie man da durchkommen soll. Ein Versuch mache ich noch, das ist ja. Der Raum ähnelt schon ein bisschen einer Killbox. Muss man schon sagen. Aber vielleicht schaffen wir es ja beim nächsten Versuch. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht schaffen wir das ja. Ich hoffe es, Leute. Ich hoffe es. So, soweit so gut. Ach, da habe ich die hier vergessen. Ganz ruhig. Na super. Ach, komm, hör doch. Vom letzten Versuch, alle guten Dinge sind drei, Leute. Das war jetzt Epic Fail. Hallo, lädt's mal.
und tschüss. So. Also hier sind wir schon mal easy durch, ne? Ja, ja, ist ja gut. So. So, machen wir den hier. Ach komm, hör doch auf. Jetzt habe ich das. Egal. Einmal, ich will noch einmal in diesen großen Raum kommen. Jetzt habe ich die einfach vergessen. Einmal in den großen Raum möchte ich. Wenn nicht, teste ich einfach direkt die nächste. Welche Stufe ist eigentlich die Base? 1? Ist die 9? Ach komm, hör doch auf. Ernsthaft? Also was ist jetzt gerade los mit Maze? Komm, Concentration, jetzt mache ich richtig auf Ernst, Leute. Jetzt richtig auf Ernst. Das kann nicht sein, dass ich jetzt am Anfang raufgehe. Wo bin ich doch so easy durchgekommen? So, jetzt aber. So, jetzt keine Faxen Ray. Jetzt ein bisschen safe durch. So, mittlerweile kennen wir das Spiel hier. So, wo ist der Kollege? So, geht doch. Na, wer sagt's denn? Aber den großen Raum, ne? Ich weiß nicht, wie ich ihn schaffen soll. Ups. Das war natürlich jetzt eine Meisterleistung. Nein. So. Jetzt aber. Da war hier, glaube ich, gar nichts anfallen, wenn ich mich richtig erinnere. Hier müsste eigentlich nichts gewesen sein. Ach, es kommt wieder mein Verderben. Naja, irgendwie schaffen wir schon. Soll ich einfach mal durchsliden? Soll ich einfach mal so crazy durch? Einfach durch. Wir machen jetzt einfach. Ganz ruhig hier. Ach, ernsthaft. Einmal um die Ecke. Oh, oh, oh. Och, meine eigene Granate oder was? Ach, komm. Sorry, aber da muss ich in eine andere gehen. Das ist, dieser Raum ist, nee. Das ist mir eine Nummer zu krass. Wir gucken uns die nächste an. So, das hängen wir ja die ganze Folge nur in der Base. Vielleicht werde ich die demnächst nochmal versuchen. Ich will wissen, wie es da weitergeht. Ob das der letzte Raum ist oder so, aber... Das ist schon so ein bisschen Killraum. Ja, also wie man das schaffen soll... Ist eine gute Frage. Wir gucken einfach mal die nächste an. Schauen wir uns mal das Gute an. Weil die Rede war ja von zwei Basen, glaube ich. Vielleicht ist hier auch noch nicht ganz optimiert. Das kann ja auch sein. Okay, 10. Da hat er auf jeden Fall schon ein bisschen mehr dran gemacht. So, wo sind denn die Kollegen hier? Yeah.
die alle. Okay, so weit, so gut. Hä? Oh, da war noch ein Kollege. Okay, das haben wir schon mal ganz gut hinbekommen. Aha. Aha. So weit, so gut. Hä? Ach, da unten ist noch einer. Hier unten ist wahrscheinlich die Grabstätte, ne? Aber da sehe ich doch auch noch ein paar Fallen. So nicht. Ist ja gut. Warum geht's denn hier noch weiter runter? Ist das der richtige? Nee, das ist doch nicht der richtige Weg, oder? Hier runter geht es doch bestimmt zu noch einer Grabstätte, oder? Oh nein. Das war eine knappe Nummer. Komm von hier? Warte mal. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen verwirrt. Warte mal, was wäre denn, wenn wir jetzt da lang gegangen wären? Und da kamen wir ja. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. So nicht, Freund. So bitte nicht. Okay, ist anscheinend eine Verbindung. Seltsam. Das heißt, ich hätte nur einen Weg machen müssen eigentlich. Ich höre doch einen Dicken, ne? Ja. Oh, den habe ich gut getroffen. Den hat der gute alte Ray gut getroffen. Also die Base gefällt mir auf jeden Fall besser als die andere. Was ist denn hier los? Die gefällt mir deutlich besser. Okay. So weit, so gut. Soll ich so ein Ding hier hinhauen? Machen wir mal. Gönne ich mir einfach mal. Ups. Du kannst schön hier verrecken. So. Also, jetzt schön ernst. Passt drauf. Passt drauf gegangen, Leute. Wollte ich hier eigentlich auf Ernst nochmal durch? Ja, ja, komm, die können wir lassen, die Falle. So. Boah, nee, komm, da habe ich jetzt nicht gut reagiert. Krass, ich mir gerade am Kopf. Und dann passiert sowas. Weil ich dachte, ich kann jetzt easy durchmarschieren. Da muss ich doch ein bisschen aufpassen. Das war die, ne? Gut, dass ich trotzdem den Spawner gesetzt habe. Hey. Nein. Das war knapp. Das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Die hat mir auf jeden Fall deutlich besser gefallen. Und schauen wir uns jetzt noch einfach die dritte an. Die passt auf jeden Fall auch noch rein. Die können wir noch reinquetschen. So. Und danach haben wir noch eine weitere Community Base. So. Schauen wir uns die hier an. Also die erste. Sorry, aber das tue ich mir nicht an.
Das war einfach so crazy. Vielleicht werde ich die demnächst nochmal versuchen, mal schauen. Auch Stufe 10. Ey, was hast du? Was hast du hier getan? Wie soll man das schaffen? Oder ich muss so auf so ein Ding hier machen. Jetzt mal ernsthaft, wie soll man das schaffen? Boah, ich bin so konzentriert gerade. Alles klar. Du machst irgendwelche Pillräume anscheinend, irgendwelche Ultra-Dinger. Aber ich glaube, das Ding könnte ich schaffen. Ich glaube, das könnte ich tatsächlich irgendwie schaffen. Ach komm. So weit, so gut. Aber einiges habe ich geschafft, oder? Das muss man mir schon lassen. Muss man mir doch schon lassen, Leute. Ach, und noch daneben. So, wo war der hier? Soweit, so gut. Was ist das für eine Base? Das ist ja eher ich gegen eine Armee. Als dass das hier eine Base ist oder so. Alles klar. Dann will er mich auch noch direkt grillen. Den habe ich fast gar nicht gesehen. Warte mal, ich muss noch schauen, nicht, dass uns gleich einer in den Nacken reinkommt. Ich glaube aber soweit sollte es passen. Das war ja klar. Das war irgendwie klar. Boah. Fast an so einer kleinen Billo-Falle gescheitert. Ach komm, hör mir doch auf. Hör mir doch auf. Nicht mit mir. Was war das für ein Geräusch? So, schön von oben. Aber wo sind deine Grabstätten, Kollege? Wo ist die Grabstätte? Wie soll man sowas schaffen? Also ich habe es geschafft, aber welcher normale Mensch schafft sowas? Aber die habe ich gemeistert, oder? Die habe ich doch gemeistert. Ohne Problemo, Kollege. Deswegen schauen wir uns jetzt noch die nächste an. Ich hoffe nicht wieder so Killräume oder so eine Armee. Das war nicht mal ein Killraum, das war einfach eine Armee, gegen die ich kämpfen musste. So, die heißt Rand. So heißt die Base, echt? Nee. Aber wir haben auch den Spielernamen, zum Glück. So. Hä? Echt nicht? Ich hab's so aufgeschrieben, wie es hier steht. Warte mal. Was sehen wir nur? Den Namen jetzt machen? Aha, okay. Ja, aber da Frenzo. Ah, Fresno, aha. Der hat auch zwei Basen. Oh, süß. Aber wir machen die hier. Die wurde uns vorgeschlagen, dass wir die testen sollen.
Da bin ich mal gespannt. Die andere kriegen wir nicht rein. Vielleicht in der nächsten Folge mal schauen. Das wäre doch bestimmt interessant. Wie gesagt, schreibt euren Basenamen auch rein. Ihr könnt auch gerne in Discord euch da auch austauschen. Und da kann ich eure Basen auch nochmal testen. Dann verliere ich den Überblick nicht. Das ist doch auch wieder so ein Ding wie vorhin bei dem anderen, oder? Sieht mir irgendwie danach aus. Und warum läuft der auf einmal so ein Psycho rum? Was ist los mit dem? Sollte der mich verfolgen? Wahrscheinlich ja. Ups. Einmal hoch bitte. Ach komm. Was mache ich denn da? Vorhin slide ich da wie ein König durch die Gegend und jetzt? Ach, da ist noch eins. Na gut. Ging ja eh kein Bonus. Dann halt so. Das war, ach komm, das ist doch 100 pro so ein Pillbox-Raum, ne? Also wenn das sowas ist, dann werde ich es nur ein, zwei Mal versuchen. Ich sag immer in jeder Folge keine Killbox und ihr gebt mir Killboxen. Ihr gebt mir einfach Killboxen. Ich weiß nicht, was ich euch getan habe, Leute. Alles klar. Was habe ich euch getan? Was habe ich euch getan damit, dass ich das verdient habe? So. Jetzt aber. Habe ich aber trotzdem ganz gut geschafft, den Raum hier, den ersten. Und wo kam der jetzt? Von da, ne? Verstehe. Ach, hör doch auf. Hör mir doch auf. So, den können wir einmal von hier aus. So weit, so gut. Egal, wir schauen erstmal hier. Hä? Ich will doch einen Pfeil hin. Okay. Dann nicht. Achso, die habe ich schon kaputt. Die habe ich schon weggehauen. Alter, das war knapp. Das war eine knappe Kiste. Kann man da oben irgendwo hin? Nee, ne? Ich glaube nicht. Der Kollege hängt fest. Ach komm, hör mir doch auf. Wird mir hier wieder sowas gemacht. Ja, wie soll ich da zurückkommen? Wie soll man da ohne Probleme zurückkommen? Also ich werde es jetzt noch bis zum Ende versuchen, ansonsten gehe ich hier raus. Wie gesagt, Killboxen mag ich überhaupt nicht. Das tue ich mir nicht an. Nur Kreatives bitte. Die ziehen mich ja komplett da hinten ran. Ja, wie mach ich das am besten? Das ist ja total nervig. Können die auch mal stehen bleiben? Das war ja
irgendwie klar. So, müssen wir jetzt irgendwie so durch. Obwohl Flammenwerfer, ja super. Wie macht man das jetzt gegen Flammenwerfer? Ja, da will ich jetzt drauf gehen. Kann ich ihn noch von unten irgendwie abholen? Oder von außen? Weil einen Schuss brauche ich auf jeden Fall. Weil das will ich sonst definitiv nicht schaffen. Das ist 100%. Aber wir werden mal einmal kurz schauen, ob ich da sammeln kann. Stimmt, oder? Den ein oder anderen? Yes. Ja, hier geht's rein. Nee, doch nicht. Ich dachte, hier geht's rein. Ja, da werden wieder so komische Killboxen gebaut, Leute. Überhaupt nicht mein Fall. Aber wenigstens einmal bin ich bereit, sowas zu testen. Wir schauen uns mal an, ob wir das schaffen. Jetzt mit zwei Schüssen wenigstens noch. Das Blöde ist diese ganzen Anker da, ne? Die Anker, die werden mich definitiv ranziehen. So, wir müssen den Flammenwerfer irgendwie ausschalten. Ja, das war ja klar. Ja, das war klar. Was soll man dagegen machen, Leute? Da werde ich jetzt auch rausgehen, weil das wird sich nicht lohnen. Das werde ich einfach nicht schaffen können. Also ich könnte das schon schaffen, wenn ich die abknalle und dann von außen immer wieder einsammle. Aber das ist mir zu lang. Das machen wir nicht. Leute, ich würde sagen, das war's dann auch mit der Folge. Wie immer, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.